Heiße Körpermerkmale. Meine Lippen sind sehr voluminös, würde ich jetzt sagen. Heißes Füttern. I think I wanna kiss you. Und heiße Wut. Die sind alle gleich. Die sind alle gleich. Kannst alles in die Tonne treten. All das und noch viel mehr gibt es in der 13. Folge von Love Island. In der letzten Folge sind hier größere Taschen für Joshua, Henrik und Mark aufgetaucht. Und während die Frauen natürlich ganz sicher sind, dass sie jetzt andere Frauen daten werden, sind die Jungs noch nicht ganz überzeugt und überlegen, was kann das bedeuten. Es wird Wandern, natürlich wird es Wandern sein. Also offensichtlicher geht's ja nicht. Genau, RTL hat sich gedacht, hey, schicken wir sie doch auf eine 3-stündige Wandertour. Das ist bestimmt mit der Kamera super geil zu begleiten, super romantisch und super toll zum Kennenlernen. Da ist man auch gar nicht abgefuckt, weil es Wandern ist. Allerdings kommt kurz darauf eine neue Nachricht und die könnte vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Nachtschicht auf 3. 1, 2, 3. Nachtschicht! Wir rufen statt Nachricht Nachtschicht, weil das so ähnlich klingt. Mein Gott, sind die lustig. Und je näher der Abschied der Jungs rückt, desto unsicherer sind die Frauen tatsächlich. Also, ich vertraue Marc. Genau so klingt das auch, Anna. Können wir uns da bitte auch Aurelies Gesicht angucken, während du das sagst? Weil die vertraut ihrem Henrik bestimmt auch total. Ich vertraue Marc. Ja, nicht. Ladies, macht euch keinen Kopf. Eure Männer haben jetzt die Chance, euch wieder mal zu beweisen, was für tolle Couples sie sind. Ist Aurelia, macht dir keine Sorgen. Henrik wird dir bestimmt beweisen, was für ein tolles Couple ist. Die Jungs haben sich dann tatsächlich auf das Thema Wandern eingeschossen, müssen sich aber jetzt auch bereit machen, weil es bald losgeht. Und naja. Wir werden komplett hops geflimmelt, verrecken fast da in der Wüste in der Sahara. Und währenddessen chillen so drei breite. Genau, sie werden wandern gehen. In der Wüste, Sahara, auf Mallorca. Genau, Henrik, genau. Und währenddessen kommen dann Männer in die Villa und ersetzen euch. So wird's sein, genau so wird's sein. Und kurz darauf kommt schon wieder eine Nachricht. Nein! Was? Nein! Was? Und man fragt sich bei dieser Reaktion, was genau wird da drin stehen, wenn das passiert? Übrigens, packt Sachen für ein paar Tage ein. Warum ist das problematisch, wenn sie ein paar Tage weg sind? Ist doch vielleicht ganz nice. Zwei Nächte mit drei nagelneuen Mädels. Das wissen sie aber noch nicht. Ja, das ist ihre neue Location und sie haben halt gedacht, dass sie in einem kleinen Mini-Zelt irgendwo in einem Garten schlafen werden für zwei Nächte. Warum auch immer, wo ist das Glamour? Das will doch keiner sehen. Oh, im Kühlschrank, ob da Proteinriegel drin sind. Let's see, was hier... Schlonzo! Ich finde, das ist auch das Wichtigste, was man checken sollte, wenn man in einer neuen Umgebung ist. Guck bitte, ob Proteinriegel im Kühlschrank sind. Aber ohne Proteinriegel hier, da kommt man doch gar nicht klar. Wie soll man da ohne überleben können? Ey, da wisst ihr, was heute Nacht hier passiert in der Dusche. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich diese Dusche benutzen kann. Ich hoffe auch sehr für alle anderen, dass du die Dusche benutzen kannst, Joshua. Weil Körperhygiene ist ganz schön wichtig. Okay, Joshua überlegt eher mit einer anderen Frau dort zu duschen. Was auch irgendwie ein schöner Plan ist für das TV, aber naja, okay. Könnte ja sein, dass jetzt hier die Traumfrau meines Lebens reinkommt, die mich direkt vom Hocker haut. Ist auch Aurelia nicht die Traumfrau deines Lebens, die dich sofort... Nein, war sie nicht. Aber Natalia war doch die Traumfrau deines Lebens, die dich sofort vom Hocker gehauen hat. Eine 10 vor 10. Wahrscheinlich kann das wieder passieren, ne? Weil Henrik ist doch ja nicht wählerig. Während die drei allerdings in einer abgeschiedenen Villa sind oder in einem abgeschiedenen Zeltlager, wie man das sehen will, kommen bei der Hauptvilla auch neue Leute rein. Hey Ladies, was geht ab? Endlich mal wieder Schwung in die Bude, oder? Das wurde aber auch echt mal Zeit. Ich möchte ganz klar bewirken in der Villa, dass alle Frauen auf mich fliegen und auf mich stehen. Oh Mann, jetzt werde ich rot. Oh Gott. Als er gesagt hat, hey, ich möchte auf jeden Fall bewirken in der Villa, habe ich gedacht, jetzt kommt so, dass wir alle Spaß haben, dass man mal tiefgründige Gespräche führt, dass Niveau reinkommt. Ja, und dann kam sein Niveau anscheinend mit dem nächsten Teilsatz und dann war es wieder vorbei. Ich bin niemals der Typ gewesen, der einen anderen Mann eine Frau wegnimmt. Aber hey, Leute, das ist das Game. Das ist das Game. Wir sind hier bei Love Island. Prinzipien schmeißen wir über Bord. Da kann man auch Aurelia fragen, die gesagt hat, ich hätte niemals mit irgendjemandem hier schlafen. Prinzipien schmeißt man da über Bord. Blonde gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut. Ich meine übrigens den Blonden, den anderen Typen, der da gekommen ist. Und es ist doch schön, wenn für Chiara jetzt jemand dabei ist. Mein Gott. Ja, wenn man sich meine letzten Beziehungen anguckt, unter anderem Gerda Lewis, dann könnte man denken, ich stehe eher auf blonde Frauen. Das war sein erster Satz. Er hat also direkt im ersten Satz gedroppt, dass er Gerda Lewis mal gehabt hatte. Und da denkt man sich auch wieder so, wie wichtig ist das, nur weil sie bekannt ist? Total irrelevant. Aber naja, man muss halt droppen, um, hey, ich bin so fame zu sein. Meine Lippen sind sehr voluminös, würde ich jetzt sagen. Ich finde, seine Lippen sehen vollkommen normal aus und nicht voluminös, aber... Man kann sich das auch einreden, ne? Naja, beim Rundgang in der Villa holt dann auch Chiara ihre innere 13-Jährige dann raus. Der ist so süß. Ja. Der gefällt mir voll.
aus. Ich habe seine voluminösen Lippen gesehen und da ist es um mich geschehen. Genauso ist es bei Kieran Lang gerade. Ein Traum. Guck mal, er ist nicht aufgewacht von der Nachricht. Krass, ist das denn? Die Nachricht hat ihn nicht geweckt. Ja, Marc hat sich auch gedacht, okay, mit Hendrik und Josua ist es noch nicht ganz so spannend. Ich schlafe mal eine Runde. Vielleicht denkt er sich aber auch, je mehr ich schlafe, desto schneller bin ich wieder bei Anna. Weil die vermisst er irgendwie schon seit den ersten 10 Minuten, was voll süß ist, aber naja. Digga, da ist ein Bild mit Anna und einem Typen, Mann. Nein. Echt? Das ist nicht witzig. Zeig. Ach ja, die anderen Jungs sind halt angekommen, haben ein bisschen Party gemacht und sind auf die clevere Idee gekommen, mal Fotos zu machen, was bestimmt gar nicht vorgegeben war. Und dieses eine vollkommen normale Foto wurde jetzt Marc geschickt. Die können direkt ihre Koffer zulassen, die Boys. Aber mit uns mitzuhalten ist halt verdammt schwer. Also auch wenn diese Boys nicht die granatigsten Granaten ever sind, ist halt die Challenge gegen Hendrik anzukommen auch nicht so schwer. Also es ist irgendwie, es hält sich voll in der Waage, wer halt schlechter ist, oder? Allerdings planen die Jungs auch kurz darauf schon ihre Rache. Bei Mädels kommen, macht einer, nee, dann macht einer von euch Foto. Ich mach so und eine fasst den, wie zu dann einen sehen, Digga. Safe. Ich stell mir jetzt gerade vor, wie die Frauen dann gleich reinkommen und Josua so, ja, ich lass meine Muckis spielen und ihr spielt an meinen Muckis rum und ihr macht ein Foto davon. Voll geil, da würden die anderen eifersüchtig machen. Dann denkt sich auch jede Frau auch nur so, aber dankeschön, dass du mir die Aufmerksamkeit schenkst und dass ich der Mittelpunkt von deinem Leben sei. Nein, gar nicht stimmt, dass ich ein Beiwerk bin, damit du gut aussiehst. Toll, danke. Das wird auch jede Frau, oder? Yara möchte natürlich den Melvin unbedingt kennenlernen, aber ist ein bisschen verzweifelt, weil wie funktioniert das? Soll ich auf ihn zugehen oder soll ich jetzt warten, bis er mich anspricht? Keine Ahnung, wie man sowas macht. Keine Ahnung. Soll ich ihn ansprechen oder er mich? Wie funktioniert dieses ganze System? Mädel, hast du noch nie gedatet oder noch nie mit einem Mann gesprochen, den du gut und... Hä? Melvin erbarmt sich allerdings kurz darauf und er möchte auch mit Kiara sprechen und so führen sie ein Gespräch. Was wollte ich sagen? Jetzt hast du es vergessen. Ja, sorry. Machst mich nervös. Habt ihr die Leere in seinen Augen gesehen, als er nachdenken wollte? Wunderschön. Ja, so spannend war ungefähr auch das Gespräch. Deswegen gucken wir uns mal lieber der kurz den anderen Kandidaten da an. Ne? Also wie sie einfach ist so jetzt im ersten Moment, fand ich mega. Also das ist voll mein Typ, ne? Er meint übrigens Natalia und sie ist anscheinend generell mega. Alles an ihr ist mega. Man kann es nicht genau benennen. Toll. Naja, aber auch die anderen drei Männer, die jetzt ein bisschen einsam sind, bekommen Zuwachs. Was habe ich gesagt? Eine blonde Granate. Hi. Hallo. Die sieht in der Ferne irgendwie so aus wie Julia Beautics, also die YouTuberin. Ihr wisst schon, oder? Giorno, was passiert hier gerade? Ist doch offensichtlich. Ja, das war Kandidatin Nummer 2 und ich würde mir ein bisschen wie auf dem Strich vorkommen, wenn gerade die erste reinkommt und 2 Minuten später die nächste reinkommt. So, komm, wir schmeißen euch das alles rein, wie so Objekte irgendwie. Also, das geht mir zu schnell hier. Hi. Sandra. Und Sandra ist Kandidatin Nummer 3. Ja, jetzt haben die Männer da ihre 3 Frauen und die anderen haben 2 Männer und das sind ganz schön viele neue Kandidaten, oder? Hätte er zwar dann auch gedacht, hey, wir machen noch ein paar Gruppenshots, wir wollen ja ein bisschen cool aussehen für den Zuschauer und die haben wir dann hier. So sexy sehen unsere 3 neuen Granaten aus, wenn sie aus dem Wasser kommen. Also ich bin der Meinung, wenn man sich eine gut aussehende Freundin sucht, dann sollte man das auch handeln können. Was genau meint die damit? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie damit irgendeine dumme, oberflächliche Scheiße meint. Und das macht sie sofort in meinem Herzen super sympathisch. Ich heiße Jolene, bin 23 Jahre alt. Und finde es anscheinend ganz normal am Pool im Bikini mit High Heels rum zu chillen. Ja. Wir würden nicht umsonst Granaten heißen. Wenn wir die Bombe nicht platzen lassen würden, ganz klar. Bei Love Island heißen alle neuen Leute, die da hinkommen, Granaten. Und ich bin irgendwie selten davon überzeugt, dass es Granaten sind. Natalia war eine Granate, das kann man gern mal sagen. Aber so viele andere Kandidaten sind halt einfach nur andere Kandidaten. Ja, bei Sandra ist auf jeden Fall eine Anziehung, was ich merke. Und ich denke, dass das auch von ihrer Seite aus kommt. Steht ihr schon? Ihr merkt schon, ne? Das wird toll. Schwierig halt gewesen. So. Gewesen oder immer noch? Ach, keine Ahnung, wenn ja. Wenn es einmal schwierig gewesen ist in 2 Wochen, dann wird es ja, wahrscheinlich. Danke, neuer Kandidat, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, ist das nicht eigentlich auch schön für Aurelia? Sie erzählt einem Typen, der quasi von draußen kommt, einfach nur, dass es schwierig war. Und der kann ihr direkt schon sagen, hey Girl, dann ist das vielleicht gar nicht mal so gut. Und er weiß noch nicht mal, was passiert ist, wenn er das wüsste. Wäre sie getrennt. Aber naja. In der Männerwelt wird allerdings das Eifersuchtsthema jetzt auch schon umgesetzt und ich finde, das machen sie auch richtig gut. Jawohl! Auch paar provokante Bilder gemacht, damit die sich auch daheim ein bisschen Gedanken machen, was hier so passiert. Ja, weil provokante Bilder haben bis jetzt immer schon geholfen, oder? Das ist eine richtig gute Idee, Josua. Warum muss man provozieren? Also er kann es sich erlauben, weil es ja nur Kiara, aber
Henrik dann zum Beispiel wird problematisch, ne? Also echt das ist wenig zu tun. Ja. Ja. Nein, das ist doch schön. Aber ich würde einfach sagen. Ja, Marc hat es ein bisschen anders gemacht. Er hat sofort gedroppt. Es gibt da schon eine Frau, Leute. Ihr müsst es gerade bei mir versuchen. Henrik ist noch frei. Da ist alles zu holen. Ja, und das finden anscheinend ja auch alle ganz schön. Und ich finde, die haben sich auch ehrlich gefreut. Also das macht es ein bisschen sympathischer, als sie am Anfang war. Sie heißt Aurelia und sie geht sehr schnell an die Decke. Sie reizt mich halt vom Körperlichen her nicht. Und das ist alles, was Henrik erstmal zu seinem Couple Aurelia sagen konnte. Ich finde es immer noch schön, wie Aurelia immer sitzt. Wir sind auf einem guten Weg, wir kommen uns immer näher. Und Henrik einfach so, nein, tun wir nicht. Also am faszinierendsten an Sandra ist tatsächlich ihre Blicke und auch ihr Körper. Also nur oberflächliche Scheiße, die nichts mit Tiefgang zu tun haben und die für einen Fuckboy extrem wichtig sind. Schön. Naja, und wenig später legt sich Henrik dann auch ein bisschen mehr ins Zeug, ne? I think I wanna kiss you. Also ich muss sagen, eine andere Person mit Erdbeeren füttern ist an sich voll okay. Also das ist ja jetzt nichts, wo man sich denkt, oh mein Gott, fremdgegangen. Allerdings hat Henrik ja eine gewisse Intention dabei und deswegen denke ich mir nur so, was am Arsch. Naja, die Frauen bekommen allerdings auch ihre Eifersuchtsfotos zugeschickt und die sind gar nicht so begeistert. Wo ist Marc? Wo ist Henrik? Warte, warte, lass mich. Henrik ist da. Ey, das ist alles hier für ein Arsch. Ja, Anna ist fertig mit den Nerven, weil Marc auf einem Foto drauf ist, wo auch andere Frauen drauf sind und sie vertraut ihm gar nicht, ist mega unsicher und die wirklich am wenigsten unsicher sein muss und Angst haben muss, kriegt am meisten Panik. Das ist schwer. Marc war auf keinem Foto drauf, nur auf einem Foto und da hat er das Foto gemacht. Wein nicht. Immerhin ist die gute Seele Melina, Moment, die gute Seele Melina? Naja, egal, immerhin ist sie da und beruhigt Anna ein bisschen, weil das... Ach, Anna, was regst du dich so auf? Also wirklich, das finde ich immer so anstrengend, wenn man so grundlos verunsichert oder eifersüchtig ist. Da kann man sich ein bisschen zusammenreißen. Ich würde auch weinen. Würde ich nicht. Aber... Oh mein Gott, Melina war ein bisschen witzig und ist die sympathischste Frau langsam in der Villa. Ich hasse es. Naja, und Aurelia und Chiara freuen sich auch nicht so ganz über das Foto. Die sind alle gleich. Die sind alle gleich. Kannst alles in die Tonne treten. Endlich die Erkenntnis. Bei Love Island sind alle gleich. Allerdings finde ich die Reaktion auch ein bisschen gegen den anderen Frauen über ein bisschen scheiße, ne? Aber hey, so sind sie, die Leute bei Love Island. Jungs, wir fahren. Nee, allgemein. Die Gesamtsituation. Ja. Chiara ist jetzt einfach super traurig. Joshua findet anscheinend eine andere Frau gut. Ich meine, sie hat ihn freigegeben, sie sagt, sie hat keinen Bock auf ihn. Sie sucht sich auch gerade einen neuen Kerl, aber er geht trotzdem zu einer anderen Frau und das bedeutet ja, dass er sie gar nicht will. Was ist mit dieser Frau da wieder los? Mein Gott, ich bin echt Team Melina langsam. Insgesamt hat sich dann die Türken der Aurelia bei der an der Polenstange rumtanzenden Chiara darüber beschwert, dass diese Frauen dort in der anderen Villa ihren Hintern in die Kamera zeigen, was ja super, super traurig ist. Und das führt sie dann weiter aus. Wir haben uns hier so was Geiles aufgebaut, so eine geile Gemeinschaft, da kommt hier so eine Scheiße rein. Mit so billigen Weibern, sorry. Sollte man von billigen Frauen sprechen, wenn man mit einem Fuckboy innerhalb von einer Woche bei Love Island Sex hatte? Nee, sollte man nicht. Anscheinend wird es aber auch noch super spannend werden in der Villa, aber das war's erstmal mit der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Und hier, eine ganz viele coole Einwendung. Viel Spaß damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.